Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht hier um das BAföG, um eines der größten Sozialgesetze dieser Republik. Und deshalb hat sich mein Vorredner, Herr Kaufmann, zum Teil in der Debatte offensichtlich verlaufen, vergaloppiert. Ich möchte auch daran erinnern, auch Sie als Koalition, dass durch Ihre BAföG-Novelle der Bund seit 2 Jahren allein zuständig ist für diese Berufsausbildungsförderung. Das heißt, man braucht jetzt hier auch keine Bund-Länder-Debatte oder Bildungsfinanzierungsdebatte führen, sondern es geht um die Zukunft des BAföGs in dieser Republik. Das BAföG ist Bildungsgerechtigkeitsgesetz Nummer 1 und es ist das Finanzierungsinstrument für Bildungsaufstieg und Zugangschancen. Es ist ein Rechtsanspruch, kein Almosen. Es geht nicht um Bund-Länder-Debatten, sondern es geht um die Frage, wie die Zukunft der jungen Generation gestaltet wird. Wir wollen das BAföG beherzt ausbauen, damit es nichts an Attraktivität einbüßt. Dem BAföG durch 6 Nullrunden eine Schrumpfkur zu verpassen, das war eine eklatante Fehlentscheidung von Union und SPD. Die wollen wir als Grüne und die Linksfraktion gemeinsam korrigieren. Unsere Alternative ist klar, auch 2017 muss es mehr BAföG für Schüler, Schülerinnen und Studierende geben. Die 6 Jahre ohne BAföG-Erhöhung haben die Bildungsfinanzierung geschwächt. Ganze 2 Studierendengenerationen mussten zuschauen, wie ihre finanzielle Situation von Semester zu Semester immer schlechter geworden ist. Ungefähr 130.000 Schüler und Studierende sind seit 2011 aus dem Kreis der Berechtigten herausgerutscht. Das ist die traurige Bilanz unionsgeführter BAföG-Politik, und das ist nicht gut für unser Land der Dichter und Denker. Zwar bekommen Studierende und Schüler ab diesem Semester mehr Geld, aber die Anpassung, die hielt doch nicht Schritt mit der Preis- und der Einkommensentwicklung. Trotz Anpassung ist das BAföG 2016 weniger wert als das 2010. Und das ist schlechte Politik. Und diese schlechte Politik hat konkrete Folgen. Nehmen wir eine Familie, Vater, Mutter, 2 Kinder. Gerade gab es glücklicherweise eine Lohnerhöhung. Auf die Freude folgt schnell der Kater, höhere Steuern. Und dann fällt wegen der Freibetragsgrenzen auch noch das BAföG für die Kids weg. Aber auch gerade mit der Aussicht auf eine verlässliche Studienfinanzierung steht oder fällt die Entscheidung für oder gegen ein Studium. Und wir sagen, gerecht geht es in Deutschland erst dann zu, wenn Zugangs- und Bildungschancen eben nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Auch hier im Bundestag gibt es viele Arbeiterkinder. Auch ich gehöre dazu. Und es ist für unser Eins nicht völlig selbstverständlich, sich für ein Studium zu entscheiden. Und die soziale Öffnung der Hochschulen für Nicht-Akademiker-Kinder muss endlich bundesweit selbstverständlich werden. Und deshalb ist es so wichtig, zum Studium zu motivieren und für eine Studienfinanzierung zu sorgen, die zum Leben auch ausreicht. Das BAföG muss substanziell verbessert werden, und deshalb fordern wir unter anderem, erstens, die Fördersätze und die Freibeträge vom Elterneinkommen müssen um jeweils 10% steigen. Damit würden endlich mehr Schüler und mehr Studierende überhaupt BAföG berechtigt. Zweitens, wir wollen, dass Wohnkosten angemessen erstattet werden. Wir wollen die Mietkostenpauschale staffeln und an regionale Durchschnitte anpassen, denn Wohnen in München, Köln und Chemnitz ist unterschiedlich teuer. Drittens, statt jahrelanger Hängepartien und Regierungswillkür in Serie wollen wir im BAföG-Gesetz Indizes für eine dynamische, regelmäßige und automatische Erhöhung von Fördersätzen und Freibeträgen einführen. Das ist doch nicht so schwer. Beim Arbeitslosengeld geht das, bei der Rente und auch bei den Abgeordnetendiäten. Warum also nicht bei den Studierenden? Die automatische Anpassung bringt Berechenbarkeit ins BAföG, und das ist uns wichtig. Der Bund finanziert das BAföG nun zu 100%. Darum hat der Bundestag die Freiheit, jede künftige BAföG-Reform allein auf den Weg zu bringen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, diese Wahlperiode ist, weiß Gott, noch nicht zu Ende, muss man ja fast sagen, leider. Sie haben aber dadurch noch 1 Jahr Zeit. Und dieses Jahr Zeit sollten Sie nutzen für ein weiteres BAföG Plus.
Wir wollen mehr derjenigen zum Studium ermuntern, deren Eltern wenig verdienen, deren Eltern nicht studiert haben oder die eingewandert sind. All das könnten wir zügig beschließen. Union und SPD müssen sich nur einen Ruck dazu geben. Dankeschön. Nächster Redner ist der Kollege Oliver Kaczmarek, SPD.